Widerstand im Kirchenweg. Die Feuerwehr ist angerückt. Um die Fans ein bisschen abzuhalten und das wilde Parken in der Ortschaft zu vermeiden, sind wir mit der Feuerwehr vor Ort und dann halt ein wenig Parkplätze ausweisen und den Verkehr ein bisschen regeln. Ausnahmezustand auch für Klaus Griesmeier. Er räumt das Wohnzimmer aus, die Stühle in die Garage. 50 Gäste, Freunde und Bekannte erwartet er. Ausgeladen haben wir noch niemand, aber es haben sich Leute gemeldet aus Norddeutschland, aus Lübeck, aus Sachsen-Anhalt, die alle teilnehmen wollten, aber so viel Platz haben wir natürlich nicht. 70 Quadratmeter misst das Wohnzimmer. Partys gab es hier schon einige, aber so hübsch dekoriert war es noch nie. Vor dem Haus der Griesmeiers Fans aus ganz Deutschland mit Autogrammwünschen. City? Mein größter Wunsch wäre, ihn persönlich zu sehen, ihm die Hand zu reichen und eine Autogrammkarte oder halt auch meine CD, dass er mir halt signiert für Anita oder was weiß ich was. Auch bei den geladenen Gästen und beim Gastgeber steigt die Spannung. Also ein Bauchgefühl da, das man immer merkt. So, man muss damit fertig werden, das ist tatsächlich so. Und das ist er, der Weltstar im Wohnzimmer. How do you feel? I feel pretty good. Very nice. Mir geht's gut. Schönes Zuhause habt ihr. Get the party started and let's rock the house. Das lässt er sich nicht zweimal sagen und rockt das Haus der Griesmeiers. 5 Songs, altbekannte und neue. Ein Erinnerungsfoto gibt's natürlich auch noch. Es war ein einmaliges Erlebnis, das man eigentlich so noch nie im Leben gehabt hat. Und es wird auch nicht mehr kommen.